Hallo Jörg Fuhrmann hier. Vor dem Zaun zu deiner Freiheit, vor dem videoüberwachten Zaun zu deiner ganz persönlichen Freiheit. Was ist damit gemeint? Wir alle haben uns bestimmte Zäune errichtet in unserem Leben. Ja, und die sind für uns teilweise auch schon sehr spürbar, haptisch erfahrbar. Manchmal wissen wir auch nur ganz unbewusst, latent, dass sie da sind. Und wir halten damit unsere permanente Lebensenergie unten, leben ständig damit irgendwelche Strukturen aus, die eigentlich von anderen Menschen kommen. Deswegen sprach Pearls mal davon, der Begründer der Gestalttherapie, dass man bestimmte Sachen auch wieder auskotzen müsste. Und damit meinte er auch diese übernommenen Strukturen, die wir familiär auch übernommen haben, die eigentlich nicht unsere eigenen sind. Das heißt, die Überlebensstrategien, die daraus resultieren, die hat man übernommen, weil man aus bestimmten familiären Strukturen als Kind nicht rausgekommen ist. Man musste ja irgendwie da überleben und man konnte ja nicht weg. Und deswegen ist es so wichtig, heute diese Dinge zu verstehen, wie du dich diesbezüglich konstituiert hast, programmiert hast und nach wie vor heute unbewusst damit lebst und agierst. Und das ist natürlich optional, also das muss man nicht, ja, das ist immer ein Angebot. Wenn man das aber nicht macht, dann hängt man die ganze Zeit hier irgendwie an dieser Begrenzung, läuft da immer vor oder mit der Zeit weiß man schon, dass sie da ist und dann biegt man vorher schon ab und irgendwann versucht man es gar nicht mehr. Und dann ist das eben normal und dann ist man eben so. Bei mir selber war das so, dass ich zum Beispiel Angst hatte, in Gruppen zu reden. Ne? Also das ging nicht. Also ich habe da kaum was rausgekriegt und das ist zum Beispiel so ein Faktor gewesen, der mich dazu gebracht hat, irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklung zu starten, weil ich gemerkt habe, dass das suboptimal ist. Dass ich dann irgendwann vor französischen Psychoanalytikern, Freudianern und anderen Leuten in Frankreich, in der UNESCO, Vorträge halten würde über transpersonale Psychologie, die dort noch zudem sehr verrufen ist irgendwie, also keinen guten Stand hat. Das auf Englisch natürlich, das hätte man mir nie erzählen können. Aber ich will damit nur sagen, ich bin das lebende Beispiel, dass diese Entwicklungsprozesse möglich sind und dass auch du in die Lage versetzt werden kannst. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich und nicht von heute auf morgen, das sind alles längere Prozesse. Aber dass wichtige Impulse in deinem Leben auch passieren können, dass du aus dieser alten Konditionierung, dieser Überlebensstrategien und Mustern herauskommst. Auch wenn du dir schon einen videoüberwachten Zaun gebaut hast, um deine Überlebensmuster herum, die dich vermeintlich natürlich absichern, aber auf eine gewisse Weise nicht nur absichern, sondern natürlich auch permanent begrenzen. Und das ist immer das Problem mit Zäunen. Ja, sie sind auf einer Seite sind sie eine Sicherheit und halten von außen was weg. Und auf der anderen Seite halten sie mich ja oder dich in dem Fall auch drin. Und mein Job ist einfach mit dir gemeinsam klarzumachen, herauszufinden, was ist überhaupt der Zaun, wofür ist der gut, wann hast du den möglicherweise errichtet und wofür schützt er dich heute noch. Und ist es möglicherweise jetzt schon, jetzt nicht an der Zeit, den Zaun mal zu dekonstruieren und stattdessen was anderes zu versuchen? Oder möglicherweise willst du auch für den Rest deines Lebens mit diesem Zaun weiter leben und sagen, das ist alles nett, das ist alles schick so. Dann ist es auch okay. Ja? Es ist also eine eigene Entscheidung, die jeder für sich treffen muss und darf, zum Glück. Und aktuell errichten wir ganz viele neue Zäune, alles zu unserer Sicherheit. Mal gucken, wo das noch hingeht. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Fuhrmann zur Freiheit aus Zürich. Ciao.